Alexander Ems Auftreten vor Gericht oft unflätig und pampig. Seine Schreiben ekelhaft, rassistisch, bedrohlich. Der 54-jährige Berliner ist Urheber der sogenannten NSU 2.0-Schreiben. Davon ist das Landgericht Frankfurt überzeugt. Seine Strafe 5 Jahre und 10 Monate Haft. Die Staatsanwaltschaft ist zufrieden. Für uns, für die Staatsanwaltschaft, war es wichtig, insbesondere im Hinblick auf das erste Drohfax, also das erste Drohfax am 2. August 2018, eine Verurteilung zu erreichen. Und das ist uns gelungen und das finden wir gut. 9 Monate dauerte der Prozess. Zahlreiche Zeugen und Experten wurden gehört. Die Opfer schilderten, wie stark die Drohungen ihr Leben, ihre Familie und ihre Gesundheit geschädigt haben. Alexander M. nutzte persönliche Daten der Opfer und die von ihm behauptete Verbindung zum rechtsterroristischen Netzwerk NSU, um die Bedrohung besonders real wirken zu lassen. Aufgabe des Staates sei es, die Menschenwürde zu schützen, betonte die Richterin in ihrer Begründung. Einige Opfer zeigten sich nach dem Urteil erleichtert. Also sie hat auf jeden Fall deutlich gemacht, was das für Auswirkungen für uns hatte. Auch, dass Kinder bedroht wurden und dass wir natürlich in unserer Lebensführung auch deutlich eingeschränkt waren. Und das war ein wichtiges Signal einfach, dass sie das zur Kenntnis genommen hat. Und auch ein Signal an alle Menschen in diesem Land, die genau dieselben Probleme haben wie wir. Erstmal ist es gut, dass der Täter ermittelt werden konnte, dass es dieses Urteil gibt, von dem ich mir auch eine Signalwirkung verspreche, dass eben rechte Bedrohungen, dass Morddrohungen, dass es da eben auch klare Konsequenzen gibt. Die Adressaten von Alexander M. waren Prominente wie Jan Böhmermann oder die heutige Innenministerin Nancy Faeser. Vor allem erfolgreiche Frauen wurden von ihm bedroht. Einige Opfer glauben allerdings nicht daran, dass Alexander M. ganz alleine gehandelt hat. Sie sind überzeugt, dass er bei der Informationsbeschaffung Unterstützung hatte. Der Angeklagte ist verurteilt, es bleiben Fragen offen. Und das hat ja auch das Gericht festgestellt, dass man die Hintergründe und die Datenabfragen nicht hat klären können. Und diese offenen Fragen beschäftigen uns natürlich. Im Fokus steht aus Ihrer Sicht die Frage, ob Polizisten bewusst sensible Daten an Alexander M. weitergegeben haben könnten. Aber für mich ist auch wichtig, dass ich Vertrauen in die Polizei haben kann und dass von der Polizei keine Gefahr für mich und meine Familie ausgeht oder von einzelnen Beamten und dass das mit Nachdruck verfolgt wird. Weil es eben auch ein sehr wunder Punkt ist für mich, weil mein Kind im Spiel steht. Alexander M. ist übrigens heute in seinen Schlussworten beleidigend gegenüber der Staatsanwaltschaft geworden. Der Angeklagte hat bei seinem letzten Wort, das werden wir natürlich noch prüfen, aber die eine oder andere Äußerung getätigt. Das sind strafrechtlich relevante Äußerungen gegebenenfalls, sodass wir auch da insoweit ein weiteres Ermittlungsverfahren einleiten werden müssen. Kann also gut sein, dass sich der Berliner bald erneut vor Gericht verantworten muss. Und wir sprechen mit meiner Kollegin Heike Brufka, unserer Gerichtsreporterin. Sie hat den Prozess beobachtet. Heike, was für einen Eindruck hat dieser Mann auf dich gemacht? Einen ziemlich renitenten Eindruck. Jetzt dürfen wir Angeklagte sich verteidigen. Es geht ja richtig um was. Wir haben heute gesehen, es geht um richtig viel. Es ist eine richtig hohe Strafe rausgekommen. Aber wir haben hier einen extrem aufbrausenden, besserwisserischen, ich würde auch sagen trotzigen Menschen erlebt, der Zeugen wie Dennis Yücel beschimpft hat. Der hat ihn zwar provoziert, aber das muss nicht sein. Das ging an die Grenze der Strafbarkeit. Also wir haben hier jemanden gehabt, der hat sich mit allen Mitteln verteidigt. Zuletzt ja heute nochmal, indem er 1,5 Stunden lang versucht hat, das Gericht davon zu überzeugen, dass er unschuldig ist. NSU 2.0 knüpft ja an den NSU mit seinen 10 Morden. Kann man einschätzen, wie gefährlich dieser Mann tatsächlich war? Naja, ich glaube, der ist schon gefährlich. Die Vorsitzende Richterin hat heute beschrieben, was wir in dem Prozess gehört haben. Nämlich viele Opfer, die erzählt haben, wie schrecklich diese Taten eigentlich für sie sind. Jetzt könnte man sagen, sind ja nur Worte gefallen, ist ja nichts passiert. Aber doch, es ist viel passiert, das hat sie heute auch gesagt. Das heißt, das ist schon an der Grenze zur Körperverletzung oder man kann es zumindest damit vergleichen. Das hatte massive Auswirkungen für die Opfer, die zum Teil traumatisiert sind. Und das haben wir in diesem Prozess gesehen und das haben wir auch gehört. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo ist die Schwelle? Wir haben es im Fall Lübcke erlebt. Da ist dann am Ende tatsächlich jemand hergegangen und hat jemanden erschossen.
Die große Sorge war ja, dass es kein Einzeltäter ist, sondern dass er in einem Teil eines Netzwerks ist. Was hat man da herausfinden können? Das Gericht hat gesagt, eindeutig ein Einzeltäter. Auch der Sachverständige, also der psychiatrische Gutachter, hat uns sehr klar gemacht, das ist ein Einzelgänger. Dieser Mann lebt zu Hause und das ist keineswegs, auch das haben wir heute im Urteil gehört, ein Trittbrettfahrer, sondern der macht die Sachen. Und alle Spuren, die wirklich viele IT-Sachverständige rausgefunden haben, die führen alle zu ihm. Das Gericht hat sich viel Mühe gegeben, hat selber noch Ermittlungen angestrengt. Das heißt, hat Sachverständige zum Beispiel vom Bundeskriminalamt geholt. Und ja, da war es wirklich nur er. Vielen Dank, Heike Berufka.